Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Vlog Nummer 6. Wir treffen heute den King of Rap, Kool Savage. Wir sind jetzt im Studio. Die Exclusives wollen wir hier in unserem Vlog. Dirk hat gerade schon gemeckert. Vielleicht eine Anekdote. Weiß auch keiner. Nicht mal die Nachbarn zu wissen. Kool Savage ist tatsächlich Kunde von uns. Wir haben mit dem vor, ich hätte gesagt, circa 2 Jahren sehr intensiv eine Immobilie gesucht, auch gefunden tatsächlich am Ende. Das war eine große Herausforderung, denn die Anforderungen waren sehr kompliziert. Wir brauchten die beste Berliner Wohnlage, also eine wirkliche AAA-Lage, auch sehr präzise in der Straße ja, in der Straße nein. Wir brauchten eine Menge Platz, wir brauchten die Möglichkeit, Autos zu parken, dass die nicht auf der Straße stehen. Eine Klimaanlage war wichtig. Also es gab sehr, sehr viele Komponenten, die das Ganze schwierig gemacht haben. Zum Glück gab es ein anständiges Budget dazu. Das heißt, dass man da auch bereit war, die Lage zu bezahlen. Auch das ist nicht zu unterschätzen tatsächlich, wenn man viele Wünsche hat und sehr präzise, dann kostet sowas schnell viel Geld. Eine der Besonderheiten war, dass es hier auch die Möglichkeit geben sollte, Musik aufzunehmen, Musik zu machen, kreativ zu sein. Da ist mir dann was eingefallen. Wir haben dann einen Raum gefunden, so einen geheimen Raum, in dem wir ein Studio realisieren konnten. Da haben wir allerdings den Ausbau nicht begleitet, sondern tatsächlich die Immobilie verkauft und diesen Raum dazu organisiert. Und in der jetzigen Idee wollen wir gern was für Musiker machen. Und Savage hat sich bereit erklärt, uns da sein Know-how zur Verfügung zu stellen, uns ein bisschen zu helfen. Und ich hätte gesagt, wir gucken uns jetzt mal sein Studio an, nehmen euch mal mit, weil das ist tatsächlich was, was man im Normalfall so nicht zu sehen bekommt. Leg mir keinen Stein in den Weg, lass es ein Berg sein. Heute nimm mir die Liebe, die Freunde, mach sie zu Erz. Fein, zapft mir das Blut ab, lass die Sonne verdunkeln. Für ewig leg alles in Schutt und Tasche um mich herum. So, meine Lieben, wie versprochen, kriegt ihr mal was zu sehen, was sonst natürlich nicht jeder zu sehen bekommt. Wir sind jetzt im Studio vom King of Rap, Savage. Vielen Dank, dass du uns mitnehmen lässt hier, unsere Leute. Super gerne. Ja, ich habe mir überlegt, tatsächlich eine unserer Immobilien, die wir gerade in der Entwicklung haben, für das Thema Musiker, Künstler, Musik umzubauen. Und Savage war so nett und hat gesagt, klar, helfe ich dir da. Natürlich, das, was ich an Input geben kann, das gebe ich gerne. Also für mich war es ja so, dieser Studioraum war in der Tat, den hast du dir ja so quasi noch an den Haaren so irgendwo herbeigezogen. Der war für mich ein wichtiges Argument, ne? Weil ich ja von Anfang an auch schon in meinem Suchprofil angegeben habe, dass ich was suche, wo ich tatsächlich auch künstlerisch aktiv werden kann. Und für mich war klar, ich brauche nicht viel. Dieser Raum ist relativ klein. Also das ist wie so eine kleine geheime Wohnung. Ja. Weiß auch keiner. Nicht mal die Nachbarn wissen das. Weiß keiner. Ja, weiß es ist keiner. Wirklich abgeschieden. Es ist, ich habe eine Küche und ein Bad und ich habe halt diesen kleinen Raum. Für mich ging es einfach darum, ich möchte Tag und Nacht in der Lage sein und die Möglichkeit haben zu musizieren, spontan auch mal was zu machen, zu viben, aufzunehmen. Hier können, also ab und zu kommen hier auch Leute hin und wir produzieren gemeinsam, aber größtenteils ist es so, dass ich hier alleine chille. Mhm. Es ist so mein musikalisches Man-Cave. So der kreative Rückzugsraum dann so. Genau. Wenn du Bock hast, gehst du her und bist für dich alleine. Genau. Und aber ich nehme hier auch tatsächlich auf. Also wir haben auf jeden Fall bei dem Umbau darauf geachtet, ich habe durch den Umbau auch nochmal relativ viel Platz verloren, weil wir mussten eine sogenannte Raum-in-Raum-Konstruktion machen. Mhm. Und ich habe darauf geachtet, dass es wirklich so ist, dass sich nie jemand beschweren kann und vor allen Dingen, dass ich akustisch einfach das bestmögliche Ergebnis kriege. Du sitzt zum Beispiel vor einem, weil das war so ein Problem. Mhm. Hier ist noch so eine Lücke in dem Raum, so eine Nische. Ja. Und das ist jetzt so ein Akustikvorhang, ne? Haben wir dann davor gebaut. Das sind hier die Absorber. Ich wollte alles so ein bisschen in Holzoptik. Wir haben an der Decke Absorber, hier sind Absorber. In die Ecken habe ich selber so diese Vasotec-Teile habe ich da reingeklatscht. AMG habe ich hier aufgenommen. Ich habe viele Sachen hier aufgenommen. Also vom letzten Album waren schon einige Sachen, die ich hier gemacht habe. Ja? AMG bedeutet alles möglich gemacht, einen Weg gesehen, wo keiner war. Träume wurden zu Erfolgen, danach eingerahmt. Stand alleine da, ging die extra Meile bei dünner Luft. Nahm eure Worte, formte was Neues draus wie stille Post. Das Gute ist, du kannst so laut sein, wie du willst. Ne? Man glaubt es nicht, aber die Lautstärke, der Schall wird ja übertragen tatsächlich dadurch, dass es über die Wände geht und so. Deswegen, Schwingung, Schall ist Schwingung. Genau. Ne? Genau. Und deswegen haben wir eine Raum-in-Raum-Konstruktion und wir haben dazwischen 15-20 cm Platz und dieser Raum, auf dem wir uns befinden, du merkst auch, wenn du so ein bisschen wackelst, der wackelt. Ja. Und
der berührt nirgendwo die Außenwand. Hier siehst du jetzt zum Beispiel, das ist der Weg in die Küche. Hier siehst du, hier ist zum Beispiel auch die alte Tür noch, ne? Ja. So sah die Tür eigentlich aus. Und du siehst, ich hatte nach unten hin zum Beispiel 15 cm mehr. Und das haben wir halt alles. Und du siehst auch, nichts berührt irgendwie die Außenwand. Wir haben eine Immobilie in der Warschauer Straße. Ich hatte dir am Telefon kurz erzählt. Ja. Da gibt es eine Wohnung im ersten Obergeschoss und es gibt im Erdgeschoss die Möglichkeit, da was, eine Verbindung herzustellen mit einer Treppe. Und wir haben eben überlegt, dass für die Musikerzielgruppe, also eben Tonstudio, Aufnahmestudio, sowas zu machen, um eben eine besondere Immobilie zu schaffen, weil wir aus der eigenen Erfahrung festgestellt haben, nach einem Jahr suchen, ja, dass so ein Thema eben wirklich schwer umzusetzen ist. Ne? Gerade wenn du eben nicht sagst, ich kaufe mir mein eigenes Haus am Stadtrand und baue mir da was in den Keller, bist du eben in der Situation, dass du dich immer mit dem Thema Nachbarn auseinandersetzen musst. Ja? Und ja, dann findet eben nicht jeder Musik um 3 Uhr morgens gut. Ja? Und dafür glaube ich, dass dann ein Bedarf gibt, dass eine Nachfrage gibt und es gibt auf jeden Fall. Alle ziehen ja nach Berlin, ne? Und gerade Warschauer Straße, das, ich meine, ich habe ja damals auch da gelebt, das ist halt das sogenannte Künstlerkiez, ne? Ja. Kreuzberg, Friedrichshain, Teile von Mitte noch, obwohl Mitte jetzt schon gar nicht mehr so sehr. Ja. Aber das sind halt so die Orte, wo die Künstler hinwollen, weil die sich da treffen, da sind die Clubs, da ist so die das ganzen Leben. Genau. Und so war eben meine Idee. Und jetzt habe ich eben überlegt, dass wenn wir so ein Projekt realisieren, fände ich total gut, wenn du uns da begleitest, sowohl mit dem technischen Wissen, als auch vielleicht, guck mal, kann man so machen und eben die Dinge, die einem Künstler wichtig sind, in die kann ich mich nur bedingt reinversetzen, weil ich eben kein Künstler bin. Mhm. Das heißt, was ist wichtig? Was ist wichtig, wenn du aufnimmst? Was ist wichtig, wenn du kreativ bist? Okay, ich brauche eine Toilette, ich brauche was zu essen. Macht man noch ein separates Zimmer, das auch einer mal pennen kann? Also, ne, wie viel Platz ist nötig? Worauf muss man achten? Die Dinge würde ich mir tatsächlich gern mal angucken, dass wir im Zweifel dann eine Idee entwickeln können, die eben auch den Ansprüchen eines Künstlers standhält. Meine Erfahrung ist ja bei Künstlern, so war das ja auch für mich selbst, ist das Wichtigste die Flexibilität. Also es geht gar nicht darum, die sagen jetzt nicht, es muss riesengroß sein, damit ich eine Welle machen kann. Mhm. Den wenigsten geht es darum, sondern den meisten geht es darum, ich brauche Platz, damit ich mein Zeug ablegen kann, damit Leute hier schlafen können, weil wir haben hier Songwriting-Sessions, wir brauchen Räume, aber trotzdem kann es so vielleicht auch mal ein bisschen loftartig sein. Aber das Wichtigste ist, dass du 24 Stunden in der Lage bist, einfach wenn du einen kreativen Turn hast, wenn die Muse dich küsst, du gehst ins Studio oder in dein Atelier oder wohin auch immer und kannst direkt arbeiten, ohne dass du auf den Rest des Hauses Acht geben musst. Mhm. Und das war ja auch für mich das Ding. Ich habe mir gesagt, ich kann dir zeigen, ich kann hier relativ laut aufdrehen. So. Ich höre selber nicht so super laut Mucke, aber ich kann endlos laut, ohne dass hier irgendwas passiert. Das kriegt man jetzt zum Beispiel nicht so richtig mit, aber das ist halt. Das ist schon, also wenn du das in der Wohnung machst, mit den kommt Boxen, kommt einer klopfen. Dauert es genau 20 Sekunden. Bis einer klopfen. Ich hatte ja in Friedrichshain ein Studio, was ich nicht akustisch umgebaut habe. Und es hat genau am ersten Tag, nach 30 Minuten, kam der erste runter und meinte, das könnt ihr nicht machen. Ja. Und die sind ja auch im Recht, ne? Also ich meine, die Leute ziehen ja dahin, die wollen ihre Ruhe haben. Ja. Und du kannst halt nicht irgendwie um 22, 30 kannst du halt nicht laut Mucke machen. Dirk hat gerade schon gemeckert wegen der Optik. Diese Erdstreifen im Bild, ich muss dazu sagen, die sind von meinen LEDs. Ja. Die haben hier schon mal was gefilmt. Man kann hier drin nicht normal filmen, weil die LEDs, die flackern auf so einer bestimmten Frequenz. Man kann das normalerweise ausstellen, aber die hier, weil die alle vier einzeln angesteuert werden, hast du nie die Chance, das irgendwie hinzukriegen. Da würde ich sagen, dann lass uns noch mal ein bisschen Musik hören. Du hattest mir gesagt, du hast noch mal den ein oder anderen Beat am Start. Und du willst die Exclusives. Die Exclusives wollen wir hier in unserem Vlog. Wahnsinnig übersteuert sein, aber also hier von Underground, Dirty, Nasty Shit bis zu glasklare Pop-Produktion ist alles dabei. Hört man jetzt auch nicht, also wie tief der Bass hier ist, das ist wie gesagt, für einen normalen Menschen ist das unerträglich. Wenn du das im Erdgeschoss machen würdest, würden die im vierten Stock das sogar hören. Also
Ich habe jetzt auch auf einen Subwoofer verzichtet, aber ich hätte hier sogar, wir haben das so ausgemessen, ja, dass du hier einen Subwoofer platzieren könntest und es würde trotzdem nichts ankommen. Ja. So. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ins Auto und fahren in die Warschauer und gucken uns mal an, wie wir das Ding umbauen. Ich mach meine Mucke anders, schreibe Spucke Antrax. Deutsche Rapper, du kannst ziehen, Reisebussen ankern. Striche erbleichen, ich drop Bomben wie Funkflex. Du bist nicht mehr der Gleiche, als ob dein Onkel dich anfasst. Also Frauchen und ich, wir haben relativ lange gesucht, seit 2014. Und wir hatten dann mal Pläne vielleicht außerhalb von Berlin und so weiter und so fort. Und irgendwann hat sich das so mit den ganzen Besichtigungen nach diesen mühsamen, fürchterlichen Besichtigungen rauskristallisiert. Okay, wir wissen jetzt ungefähr, wo wir hinwollen, weil wir wollen natürlich dann auch, Sohnemann soll auf eine vernünftige Schule gehen, in eine nette Kita und soll mit guten Leuten sein und so weiter. Und im Zuge meiner Besichtigung habe ich irgendwann auch Akkord Immobilien, die Nummer 1 im Business, habe ich dann angeschrieben. Und dann habe ich erstmal ein hingeschickt, ein Suchprofil. Mhm. Und dann haben wir angefangen zu gucken, was es so gibt, was du so hast. Und dann haben wir irgendwann uns das erste Mal getroffen, glaube ich. Genau, und daran erinnere ich mich ganz gut, weil das fand ich sehr nett. Da hat mich, Christian hat mich begrüßt mit den Worten, ich grüße Sie, Herr King of Rap, ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Und das fand ich sehr schön, das war sehr sympathisch. Das ist bei mir echt hängen geblieben. Vielleicht eine Anekdote, da hatte ich noch nicht gekauft, das heißt, der Mann hat noch nicht einen Cent mit mir verdient und das ist mir auch positiv in Erinnerung geblieben. Also Frauchen und ich haben unsere Schlüssel zu Hause vergessen, in der Wohnung damals, in der Mietwohnung, in der wir gelebt haben. Das stimmt. Und, ja, ja. Und an dem Tag sollte ich Christian treffen und wir wollten uns was angucken und ich habe ihn angerufen und ich habe gesagt, ey, ich glaube, es wird nichts, weil ich bin auf 180, ich habe meine Frau schon angeschrien und ich glaube, der Vibe ist jetzt schlecht und wir haben unsere Schlüssel vergessen und ich muss jetzt die Wohnung, die Tür aufbrechen. Da hat er gesagt, pass auf, ich rufe dich in 5 Minuten zurück. Und er hat, glaube ich, gemerkt, dass ich ziemlich abgefuckt war und hat dann außerhalb der Dienstzeit hat er dann tatsächlich in kürzester Zeit jemanden organisiert, der gekommen ist, der hat das aufgemacht und wie gesagt, da, ich habe noch nicht mal was dafür bezahlt, danke nochmal. Ja, gerne. Und er hat gesagt, es geht aufs Haus und das waren so Sachen, die sind bei mir hängen geblieben, da habe ich mir gedacht, okay, das ist anders als zu sagen, ja, guten Tag, hier ist das Exposé, gehen Sie einmal durch und gut ist, ne? Der Wille ist noch da, hungrig, als wäre ich erst seit einem Jahr am Start. Ich weiß es beschert, dem Wichsern Kopf zerbrechen wie Amagan. Nicht aus demselben Holz, du bist Furnier, ihr sagt, es wäre kein Turnier, doch und ich spiel's, als hätte ich nie was anderes getan. Du, wir haben früher einfach auf Dachböden gechillt, ne? Kein Witz, Alter. Wir haben auf Dachböden, Und ich habe das ja früher nicht auf dem Schirm gehabt, da war ich ja jünger, aber nach der Wende, die habe ich ja aktiv miterlebt und ich habe natürlich nicht verstanden, was das bedeutet, ne? Dass da wirklich auf einmal Wohnungen leer stehen ohne Ende und wir dachten, Mitte wäre so ein Ghetto-Bezirk. Ne? Ja. Und andere Leute haben natürlich da den Braten gerochen, ne? Und haben dann natürlich daraus halt auch Wohnraum geschaffen. Ich habe auch, Mitte habe ich auch gemocht damals sehr, ne? Und wie gesagt, in Friedrichshain habe ich gelebt, aber es war schon crazy zu sehen, auch wie die Stadt sich verändert hat und vor allen Dingen, wie eng es wurde. Ne? Ja. Es war früher nicht schwer, eine Wohnung zu finden. Nein. Du hast früher für kleines Geld Miete, da hat keiner an Kaufen gedacht, weil Berlin so günstig war zu mieten. Viele denken auch, Immobilie ist nur was für Reiche. Das ist natürlich Quatsch. Also das heißt, natürlich musst du in einem gewissen Maß auch Geld verdienen, klar. Ne? Aber es gibt sehr clevere Finanzierungsstrukturen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, da das auch wirklich zu optimieren. Das ist ja immer, was ich sage. Ich versuche ja immer jedem zu erklären, umso früher du anfängst, desto besser. Ne? Weil du hast ja im Prinzip, wenn du das finanzierst, musst du ja irgendwie auch zurückbezahlen. Ne? Da brauchen wir halt einen vernünftigen Berater. Ich kann natürlich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass die meisten Künstler eben nicht die richtigen Berater haben, weil die Manager, wenn überhaupt, wenn du Glück hast, kennen sich mit Musik aus. Ja. Im schlimmsten Fall können sie nicht mal das, aber mit Immobilien, die haben halt einfach von Tuten und Blasen keine Ahnung. Die wissen überhaupt nicht, weißt du, also wenn mich einer fragt, und mich hat mal jemand, ein relativ bekannter Künstler, hat mich wirklich gefragt, ey, gib mir mal einen Ratschlag, was ich mit meinem Geld machen soll. Da habe ich gesagt, ey, wenn du wirklich den Stress vermeiden willst, dann in ein Immo packen. Ja, ne? Und vermiete das. Und es geht ja auch nicht darum, weißt du, in kürzester Zeit irgendwie der reichste Mensch der Stadt zu werden, sondern sich und seine Kinder dann so abzusichern, dass man sagen kann, wenn wirklich der schlimmste, der Worst Case eintritt, habe ich die Möglichkeit zu leben, ohne dass ich mir ein Bein rausreißen muss und ohne dass mir das extrem wehtut. Weil als Künstler hast du einfach, und die wenigsten machen ja auch private Rentenversicherung, ne? Also
als Künstler hast du theoretisch, wenn du das nicht vernünftig gemacht hast in den Jahren, wo es gut lief, in den fetten Jahren, hast du vielleicht nicht viel übrig, ne? Ja. Willkommen in der echten Welt, wo du um Luft auf der Bühne ringst, wo man erkennt, dass dein ganzes Leben eine Lüge ist, wo dich keiner deiner Soldaten beschützt und hütet. Es ist anders jetzt, was du konntest, genügt dir nicht. Ich reiß dich aus der blaue Kapsel, rote Kapsel, Matrix, werf dich in die blaue Kapsel, rote Kapsel, echte Welt. Ich reiß dich aus der blaue Kapsel, rote Kapsel, Matrix, werf dich in die blaue Kapsel, rote Kapsel, echte Welt. Potsdamer Platz, das ist ein Beweis dafür, was in Berlin in kürzester Zeit wirklich passieren ist, kann. Ne? Ja. Also Potsdamer Platz, erinnerst du dich daran, als es Polenmarkt hieß? Wir ja, gehen, hier war gar nichts. Du hast nicht gesagt, gar wir gehen zum Potsdamer Platz, du hast gesagt, wir gehen zum Polenmarkt. Die einzelnen Stände. Das war einfach, es war hier nichts. Erde. Und das hat sich einfach in kürzester Zeit, haben die das halt aus dem Boden gestampft, mehr oder weniger. Ne? Mall of Berlin war ja auch noch nicht hier, als es den Potsdamer Platz schon gab. Und das ging auch so schnell. Ne? Einige unserer Musikkollegen haben auch schon hier in diesem Center gelebt. Da könnte ich dir jetzt was Kluges zu sagen. Ja, erzähl dass, mal. Dass du bei jedem Gewerbeprojekt einen Wohnanteil bauen musst. Musst du? Ja, musst du. Wusste ich nicht. Das heißt, wenn du in einem Wohn- oder in einem Mischgebiet, was das hier der Fall ist, das heißt, es gibt baurechtlich Gegenden, die sind sogenanntes Wohngebiet, nur Wohnen, dann gibt es Mischgebiet, Wohnen und Gewerbe und dann gibt es Gewerbegebiet, das ist dann so wie, keine Ahnung, am Rand der Stadt, wo dann das Lager von Ikea ist. Ne? Und das so, ist das, Mischgebiet hier, das ja? Das ist Mischgebiet und dann musst du Wohnungen bauen. Das heißt, ein Anteil deines Bürohauses oder deines Gewerbehauses sind Wohnungen, müssen Wohnungen sein. Du sagst, warte, bis ich schlafe, kein Walking Dead, Baba geht nicht fort, jag Monster weg, wenn sich die Sonne senkt, das ist ein sicherer Ort, beschützt dich aus Instinkt und damit du nie vergisst, wer wir waren und wer wir sind, trägst du den gleichen Namen wie ich. So, meine Lieben, ich wollte kurz Bescheid sagen, wir haben uns heute entschieden abzubrechen, weil uns der Berliner Stadtverkehr von der AAA-Lage Grunewald in die AAA-Lage Friedrichshain in das Herzen der Berliner Szene hat uns getötet. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich eine Stunde, 18 Minuten im Auto. Wir haben uns entschieden, wir treffen uns einfach nochmal und gucken uns dann die Immobilien in Ruhe an. Ja. Das heißt, to be continued, Teil 2 folgt.